dann ging nach kurzer Zeit die Scheinwerfer an. Und dann habe ich sowieso gedacht, jeden Moment kommt irgendwie eine Salve oder irgendwas, aber das ist alles egal. Da hat man dann auch mit seinem Leben abgeschlossen. Ich habe echt gedacht, ich schleppe da einen mit, der gar nicht mehr am Leben ist. Jedenfalls kam ein Fahrzeug hinter mir und mit einmal überholte es mich. Der versuchte immer, uns abzudrängen. Das heißt also so, dass ich frontal gegen einen Laternenpfahl gefahren wäre. Von da an stand dann auch für mich fest, hier in diesem Land bleibst du nicht länger. Du bist doch nicht wirklich zum Tauchen hier, oder? Ja. Kommst du darauf? Ich bin nicht zum Tauchen hier. Bin dann zum Wegtauchen. Aber richtig. Da, wie gesagt, kam dann mein Vater und hat sich dann von mir verabschiedet.